einfach mal. Aber weißt du nicht. Hallo Leute, ich habe das Mikrofon wieder angestellt. So, also, danke. Nur euch ganz kurz zu begrüßen. Wir machen hier die Pre-Show, aber die startet noch nicht. Die startet natürlich erst in wenigen Minuten. Und Walle ist aber schon da. Bella ist auch da. Einmal Hand reinhalten. Da sind die Finger von Bella. Und ich bin auch da. Wir sind gerade bei Dulzburger in Hamburg. Ist gar nicht weit von Heinrich, also von der Heinrichstadt. Ja, instant um die Ecke. Ist quasi um die Ecke. Und wir bestellen jetzt gleich was zu essen. Und ihr seid dabei. Das ist die Pre-Pre-Show. Aber die ist nur, das ist nur Bild, Leute. Das ist nur für die Hardcore-Fans.
bitte. Im Menü. Dann nehme ich Tonic an. Ja, Menü. Ihr könnt ja auch schon mal was kurzes sagen. Brioche Pro, bitte. Brioche. Dass die Leute begrüßt werden. Wir sind schon bei erwähnt. Ich sag jetzt schon auf jeden Fall Steak Fries. Ja, aber die dürfen die Mitarbeiter nicht sagen. Macht mal eine kurze Antwort, dass ihr da seid. Hallo. Ja, hallo. Hallo, wir sind die Skill Arena Boys. Wir begrüßen euch zur Pre-Show. Wir sind gerade im Bestellvorgang, deswegen geduldet euch eine Sekunde. Dann gleich können wir mit euch reden. Wir brauchen noch unbedingt. Was will ich mitkriegen, was Cookie bestellt? Chili Cheese Burgers. Willst du auch eine Soße dazu haben? Ja, natürlich. Welche denn? Und zwar Blue Cheese Mayo. Blue Cheese Mayo. Und noch eine. Und, und die veganen, die Trüffel Mayo möchte ich auch. Die ist geil. Die normale oder die vegane? Die normale. Die normale, kriegen wir hin. Ja. Was möchtest du denn trinken? Zuckerfreie Cola, bitte. Zuckerfreie Cola. 02 oder 04? 04. 04, kriegen wir auch hin. Jetzt der Kollege Valentin. Moin, ja, der Cheeseburger, kann ich den auch mit Beyond Meat bekommen? Aber nur, weil du so nett gefragt hast. Möchtest du den Menü haben oder den Einzug? Wir haben noch mal so extra Pommes. Hast du jetzt Pommes zugestellt? Ja. Ja, dann als Menü. Dann als Menü. Gerne mit Pommes und noch zwei Soßen. Welches Brot möchtest du haben? Brioche, Butter oder Sesam? Bräuche. Bräuche. Und welche Beilagen wolltest du haben? Normale Pommes, richtig? Ja, sehr gerne. Auch eine Soße dazu? Ja, auch. Was haben wir denn jetzt schon? Also ich nehme die Wasabi-Mayo, die haben wir noch nicht. Die Wasabi-Mayo. Okay, und die Barbecue-Soße. Und die Barbecue-Soße. Was wolltest du trinken? Sorry. Ein Carlsberg. Mein Carlsberg, das kriegen wir doch alles hin. Das nehmen keinen Leiter. Das ist super. Das ist ja nur was. Was müssen wir dich tun? Ich hätte ein Cheeseburger-Menü gerne. Cheeseburger-Menü? Ja. Was beinhaltet das denn? Erstmal auswählen, sehr schön. Nee, du hast dann Burger, eine Beilage, eine Soße und ein Getränk. Okay, alles klar. Ja, machen wir den Cheeseburger. Genau, Cheeseburger mit Pommes und einer Cola. Wie meinst du denn dein Patty haben? Well done. Well done. Mit welchem Brot? Brioche, Ciabatta oder Sesam? Nochmal bitte. Welches Brot möchtest du haben? Brioche, Ciabatta oder Sesam? Ciabatta. Ciabatta. Ja. Und als Beilage bei dir? Mit Pommes. Jo. Und nochmal extra diese Chicken, was war das? Willst du auch eine Soße zu den Pommes haben? Ja, klar. Welche denn? Hast du aufgepasst, Dennis? Ja, warte, Sekunde. Hast du aufgepasst? Ich hätte gerne die Cheese, durch Chili Cheese Soße. Kriegen wir. Und ich hätte gerne. Ohne Senf noch, oder? Was ist das Schärfste, was ihr noch habt? Wasabi oder Karotten? Die habe ich schon, die Wasabi. So ein bisschen, ja, die Karotten. Die nehme ich. Was wolltest du noch extra haben? Ja, genau. Nee, also, du wolltest ja noch mal was extra haben. Extra noch Chicken Nuggets? Ja, genau. Alles klar, dann die Karo Mayo. Genau. Noch was extra, natürlich. Und was willst du trinken? Was für Cola habt ihr? Cola? Cola Zero oder Cola? Nee, Coca-Cola oder? Ja, genau. Okay, normale. Ja, normale Cola, Coca-Cola. 02 oder 04? 04, 04. Alles klar. Und du wolltest nichts trinken, richtig? Ich trinke noch Wasser. Also. Ein Wasser, mit oder ohne? Soll ich euch gleich mal eine große Flasche bringen? Ja. Ja. Ja, bestimmt mit dabei. Ja. Wie viele Gläser möchtet ihr haben? Eins. Acht Streit. Drei, alles klar. Danke. Ich danke euch. Das war's dann auch erstmal? Ja, das war's. Danke. Ja. Danke. Jetzt ich danke euch. Sollt ihr Leben mal mitnehmen und eine hier lassen? Ja, eine hier lassen ist bestimmt nicht schlecht. Nee, ich glaube, du kannst alle mitnehmen. Wir müssen hier nicht mehr weiterkommen. Guck ja noch mal weiter. Das stimmt, wir haben danach genommen. Wir müssen noch arbeiten. So, jetzt aber. Hallo liebe Leute, jetzt nochmal in aller Ruhe. Wir begrüßen euch zur Pre-Show der Skill Arena Nummer 55.000. Ich weiß nicht, welcher wir sind. Herzlich willkommen. Hier, wir haben einen fixigen Phallus dabei und wir sind auch alle drei am Start. Dennis wieder, Kogi und ich, der Valentin. Hi. Der Valentin. Leute, wir sind hier gerade bei Nussburger in Hamburg. Ja. Und das ist ganz in der Nachbarschaft von Rock Keen. Und wir wollen zu futtern. Der ist so dicht dran, dass wir da nie dran gedacht haben. Ich habe immer gedacht, okay, was ist dicht dran, wo wir schnell hingehen können. Aber ich habe meine Denke hat immer erst ein paar Meter weiter angefangen. Dabei ist das dichteste Restaurant, was wir haben. Und wir sind nicht drauf gekommen, auch mal hier hinzugehen. Das stimmt. Und das Geile, Leute, ist, wir haben hier so eine Art Fastpass. Also wir werden so ein bisschen umgarnt und zuerst behandelt. Das dürfen die Gäste hinter uns nicht wissen, aber ich habe so laut gebrüllt, wahrscheinlich haben sie es alle gehört. Das ist so, als wäre man im Freizeitpark und fährt immer sofort in die Achterbahn. Genau das hier. Das heißt, unsere Patties kommen immer sofort in die Fritteuse. Das ist ganz fantastisch. Wie geht's euch? Chat, wie geht's euch? Wie geht's euch? Wie ist die Stimmung hier? Es ist so laut hier. Das ist halt ein Lokal. Ja, sag mal, dass wir keine Mikrofone haben. Das war meine Nee, was war das vorher? Da war vorher ein anderer Burgerladen. Ja. Und was war vorher?
Also dann bin ich Kneipe, nicht hier, oder? Keine Ahnung. Kneipe? Oder ein Penny? 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 Ganz kleiner Penny? Kann das sein? Weiß nicht. Weil ich erinnere mich an so Fliesen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch die... Nee, das sind nicht die alten Fliesen. Schwarze Fliesen sind zu... Nee. Ich weiß es nicht. Aber der hat eine Historie, der Laden. Und ist garantiert nicht als Burgerladen designt. Weil es ist so scheiße laut hier, dass ich mein eigenes Wort nicht verstehe. Ja, es ist wirklich... Die Akustik ist schwierig, ja. Und dabei ist tatsächlich... Also sind schon Leute drin. Aber nicht so viel, als dass man denken müsste, man ist ja auf einem Rave. Also so viel nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass die Wände so hoch sind, man hat ja nur Beton. Ja. Aber das ist nicht schlimm. Apropos Rave, ich habe eine Rave-Aufgabe gleich in der Skill Arena. Ja? Ja, da wird schön geraved. Ah ja, wir haben die Skill Arena gleich. Ja. Ach so, genau, für euch da draußen auch. Gleich übrigens die Skill Arena. Sehr schön übrigens, auch sehr viele auf der Gamescom haben uns für dieses Format gelobt und auch gefragt, wann die nächste Ausgabe ist. Und da war das ja schon, stand das schon fest, da konnte ich schon sehr vielen Leuten auf der Messe sagen, 15.09. Bam. Da kommt doch gerade eine Ergänzung, und zwar habe ich gerade gelesen, und zwar, jetzt habe ich es weggemacht. Jetzt habe ich es weggemacht. Was ist das, 15.09? Heute. Das war irgendwie, Walle, du bist mit mir ins Auto eingestiegen. Dabei wollte dich irgendjemand sehen, stand ja. Oh ja, das war creepy, aber die waren cool. Wie, das war creepy? Also ja, wirklich. Ich bin sonntags, oder wann das war, in der Sonne spaziert, und dann hat ein Cabrio neben mir gehalten und meinte, hey, Walle, Mann, was geht? Walle, wir sind Mafia, steig doch ein. Und ich dachte, scheiße, ich erinnere mich an den Menschen nicht. Ich muss da jetzt einsteigen, um zu beweisen, ja, wir sind gute Freunde. Und hab's einfach gemacht. Ja, und ich bin sofort in das Cabrio gestiegen. Wir sind losgefahren. Weil er entsetzt. Und dann habe ich geklärt. Das war so ein junges, nettes Paar. Ja, Mann, hat halt Bonbons. Dann habe ich mit denen geklärt, so, ach so, ihr seid Zuschauer und Zuschauerin, da hätte ich auch drauf kommen können. Gott sei Dank seid ihr cool, weil ich bin einfach nur aus Scham da dann eingestiegen. Aber es war richtig geil, weil ich war, hätte einen langen Walk vor mir gehabt und die haben mich dann einfach bis zum Wald in der Bahnhof gefahren und ich musste nicht mehr laufen. Also es war nur geil, also wenn tatsächlich das die Autonummer war. Sei gegrüßt, vielen Dank für die Fahrt und das mache ich trotzdem nie wieder, weil es hätte ja auch super gefährlich sein können. Das hat so ein bisschen hässlich und stolz Vibes gerade. Ja, das sieht sich generell durch bei mir. Creepy und cool. Das war creepy, aber was auch sind gut. Die Käsebooster? Was steht da drunter? Oh, das klingt gut. Einwegspritze mit geschmolzenem Cheddar Cheese. Was? What? What? Das hätte ich übersehen, oder was? Das müssen wir noch nachordnen. Okay. Das, wie heißt das? Strafe. Das ist meine Strafe für das Killerin heute, eine intravenöse Käseladung. Stell doch einmal Käse. Ja, einmal? Einmal, oder? Wie viel? Viermal, oder? Meinst du mit einmal? Also für jeden, wollte wirklich jeder einen Käsespritzbooster? Ja, oder? Wie viel ist das? Ja. Da steht eine Grammanzahl. Wie viel steht da? Wie circa 60 Gramm. 60, ja komm, vier Stück. Oh, das kriegt man rein. Also. Vor allem ist es Einweg, das muss einmal rein und dann ist es drin. Ey, Chat, freut euch auch, dass diese beiden Herren hier sind. Ich find's einfach schön. Schön, euch zu sehen, schön, Alter. Ja. Dass wir die erste Seite übersprungen haben. Ja, ja. Dennis sieht gut aus, mein Freund. Das hast du eine Farbe bekommen. Was, im Urlaub? Nee, aber ich hänge gerne im Garten. Ich habe ja viel Zeit. Steht dir gut? Ich trinke mal meinen Kaffee morgens schön in der Sonne. Naja, die letzten Tage war ja richtig geil. Ja. Ja. Aber wir hatten mega Sommer. Ja, das war, okay. Aber wir waren kurz, aber krass. Ja, aber komm, dieses Jahr kann man sich wirklich nicht im Sommer beschweren. Nee, man sich nicht. Jetzt ist aber früher frisch geworden als letztes Jahr. Ja. Ich weiß auch, es war ein sehr warmer September die letzten Jahre. Ja. Mir ist es ein bisschen zu kalt. Ich hoffe, dass noch mal eine warme Woche oder so reinkommt jetzt. Ja, das stimmt. Aber ich freue mich gerade für Feld und Wiesen. Ja, auf jeden Fall. Muss ich echt sagen. Sah man ja wirklich den ganzen Sommer, wie alles ausgetrocknet war. Egal in welchem Bundesland du warst, ich war in allen. Es war krass. Ey, wenn ihr richtig Geld machen wollt mit Ackerbau, ja? Zwiebeln, Leute. Das ist richtig spekulativ. Da bist du jetzt ins Geschäft eingestiegen. Hier mit so kleinen, kennt ihr diese Zwiebeln, die man in so, bei Kühne in so kleinen Dosen kriegt? Diese Cocktailzwiebeln? Ja, ja. Ja, das machen ganz wenige Leute nur noch. Ja. Und der Markt ist riesig. Gerade im asiatischen Markt. Wie viele Bitcoins hast du verkauft, um in Zwiebeln einzusteigen? 0, nichts. Also das ist mein Tipp an euch, Zwiebelgeschäft. Okay. Aber ich wollte euch nicht langweilen. Erzähl mir aus deinem Leben. Ja. Was geht euch mein Leben an? Ja, ja. Aber das ist, so läuft das Internet, Dennis. Du musst den Menschen draußen zu suggerieren. Guck dir das an, Fastpass. Hast du Glück gehabt? Ich stelle die drei Gläser hier so die Dann haben wir das Bier. Dankeschön. Nochmal für dich. Ja, danke. Dann haben wir die Coke. Ja, danke. Gib die mal weiter. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, was kommt hier? Okay. Hast du den Käse schon bestellt? Habe ich schon bestellt. Also, gerne. Zum Wohle. Danke. Danke. Ey, bin ich jetzt der Einzige, der hier so ein Handicap sich antrinkt? Ich hab ein Mai-Tai. Ich hab ein, was hier?
Havana Coke. Mit Timo einfach. Ich war beim Bestellen dabei, Leute. Aber erstmal Prost auf die Pre-Show. Ja, das ist Arena und euch. Cheers. Balle. Cheers. Ey, voll praktisch. Wenn du das nicht austrinkst, kannst du es zumachen und mitnehmen. Voll geil. Cheers, Leute. Cheers. Ah, keine schlechte Schön. Was hast du schön? Schön geerdet. Wenn das voll mit Farbe, wäre, dann kann das super in die Wände sein. Ich bin Leute. Ich glaub, der hier ist doch schön. Ursprünglich benutzt. Hast du mal wieder ein Luftgewehr benutzt eigentlich? Also, nein. Ich verstehe, das vermisse ich so ein bisschen. Irgendwo drauf schießen, Dennis. Ja, das ist ja das Problem. Also erstens bräuchtest du eigentlich eine Tasche für, um damit durch die Gegend zu laufen und so. Und deswegen kann man da nicht so viel erzählen, was man da so macht. Vor allem, man braucht ja erstens eine Tasche, zweitens, man darf nicht drüber reden. Genau. Sehr gut. Ja, nee, das ist mal das Problem. Sachen darf man immer nicht drüber reden, das stimmt. Aber wart ihr schon mal auf so einem Schießstand, also wo man so eine richtige Handfeuerwaffe abfeuert? Das ist ja legal, wenn man da irgendwie sich anmeldet. Wie du fragst, aber nee. Ich weiß, warst du Soldat? Ja, klar. Ich bin Messerballer. Was erwartest du? Das wäre so geil, wenn du beim Bund gewesen bist, Mann. Nee. Also, ich bin doch wohl die Ausmusterung in Person, wenn ich. Sorry, das hat jetzt gerade so viel. Hier steht Ballerwalle. Aber das wäre richtig geil, ey. Stimmt, für welcher Ballerwalle? Schön spinnt auf mit Walle wieder. Darin wäre ich gut gewesen. Aber in diesem Schlammrock. Da hätte man mich mal so mitziehen müssen. Und als Kind war ein Schützenverein. Wenn du kommen will, dann dahin. Aber dann hatten die an dem Tag zu und dann war ich nie wieder da. Das ist meine Story. Hätten die aufgehabt, wäre ich wahrscheinlich professioneller Schütze geworden. Aber die hatten an dem Tag zu und dann habe ich keinen Bock mehr. Ich glaube, du kannst das auch. Oder? Ja, komm, wir waren doch alle mal auf der Kirmes oder wie man das heißt, Schützenfest. Klar, das ist eigentlich Number One Stand. Ja. Da war ich dann immer. Ja, aber das macht ja schon Spaß. Ich bin eigentlich gegen Waffen und Pazifist, aber das ist ja eine kontrollierte Umgebung. Da zieht man sich ja schön Ohrhörer auf, da sind Trennwände zwischen den anderen und man schießt ja halt auf Papier. Aber das muss doch mega Spaß machen. Wäre das nicht eine tolle nächste Pre-Show für die Skill Arena? Die nächste Skill Arena wird basiert von Rheinmetall. Ja, aber die gibt es ja hier gar nicht. Irgendwelche coolen Schießstände. Ja, das ist privat. Ja, Bella kriegt ja, ich krieg das hin. Nach Texas. Ja, oder mit Jörg Schmabe, dem Slingshot-Channel. Ja. Der schießt. Der hat doch mit ihr beide mal was mit dem gemacht. Ja. Ja, ich glaube sogar schon häufiger. Und einmal bin ich fast draufgegangen, wenn ich mich daran erinnere. Ja, aber Texas wäre schon schöner, ne? Texas wäre echt schön. Also Jörg Schwabe darf ja auch nur Sachen machen, die erlaubt sind. Und das ist halt alles lame. Deswegen baut er seine Sachen immer aus Holz und schießt eigentlich nur mit überdimensionalen Zwillen. Ja, und er hat irgendwie einen sehr großen Garten, wo er das machen darf, glaube ich, ne? Ach, ja, er hat einen eigenen Wald. Ah ja, wow, das ist traumhaft. Der wohnt ja irgendwo in der Pampa, da kauft man sich, jedes Haus hat ja einen eigenen Wald. Ich hätte auch keinen Wald. Ja, ich auch. Also stell dich mal vor, den zu freien Verfügung, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Also, was würde die als erstes machen? Da reinkacken. Also ich wäre nackt. Kann auch noch dran. Nackt durch den Wald. Ja. Ich glaube, ich würde ein riesiges Feuer. Oh ja, im Wald, da wo man sonst nie darf. Ohne Feuerwehr. Also nackt sein als erstes ist immer gut, ne? Ja. Wisst ihr, wo ich auch gerne nackten Menschen mal sehen würde? Auf der Couch von Haus an Haus. Dann wie es ja wieder Haus an Haus, Dennis, weißt du? Und das muss ich jetzt kurz überleiten, weil es wichtig ist. Das wurde mir aufgetragen. Ja. Und zwar gibt es die sogenannte Pixel Wall. Das ist sowas wie, ich glaube, bei Reddit gab es Places. Gibt es Places? Ja, genau. Wie es hieß, weiß ich nicht mehr. Spaces? Keine Ahnung, aber dieses, wo man die Pixel denn. Und das ist cooler. Ich wünsche mir, dass da ein nackter Denzel drauf ist auf der Couch. Hau ab! Ich find's richtig geil. Aber Fun Fact, diese Couch kann man doch am Ende gewinnen nach Haus an Haus. Das weiß ich nicht. Ist es möglich? Ja, genau. Alter, ist möglich. Ich war schon nackt auf dieser Couch. Aber deswegen kann man die gewinnen. Das war eine Lüge natürlich. Die gibt's doch gar nicht, weil ihr macht ja die Pixel online, damit die auf diese Couch gedruckt werden können. Ach so, ich dachte, das ist eine Couch aus LCD. Aber nein, das ist eine echte Couch. Cool. So. Aber nee, nachdem dieses Pixelbild von den Zuschauern und Zuschauern fertiggestellt wurde, wird es als Couch-Sofa-Dings gedruckt. Wie heißt denn das? Bezug und wird dann auf diese Couch gezogen. Holzerei, hallo? Ja, wir haben das alles fertig. Pixel für Pixel. Jetzt geht es los mit der Pixelball. Ihr könnt jetzt anfangen. Oder macht irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie die beiden oder Skill Arena verewigt irgendwas da von uns mal drauf. Macht mal ein schönes Bild. Oh, das wäre toll. Den Skill Arena Logo oder so die Faust. Ja. Ja. Oder so ein Messer. Walle mit so einem Messer im Mund. Ja, genau. Das wäre geil.
Ja, das wäre schön. Oder, weiß nicht, Walle, wie er uns verarztet. Wir haben beide so Schnittwunden, Dennis und ich. Und Walle hat so Faden im Mund und verarztet uns die Wunden und so. Mit so einem Nadel. Ja, aber das würde ich doch nie machen. Das ist doch völlig unrealistisch. Ihr seid doch meine Feinde. Also jetzt noch nicht. Wann war die letzte Skill-Arena? Gar nicht so lange her, vor 2 Monaten ungefähr. Das ist fucking lange her. Ja, schon lange her. Aber ich hab dich auch schon lange nicht mehr gesehen. Nee, stimmt. Dich auch nicht mehr. Wir haben 2 Monate nicht gesehen. Ich hab dich vor ein paar Tagen beim Schlagzeugspielen gesehen. Ja, das macht mir Spaß. Stimmt, ja, ich sehe euch auch echt regelmäßig online. Ja, Dennis, ich auch gerne und dich guck ich auch an. Ja, ich spiele auch gerne. Ja. Ich mag, weißt du, was ich mag? Dass du auch so tierlieb bist. Du hast auch ein Flamingo als Logo. Das würdest du ja nicht machen, wenn du Tiere scheiße finden würdest. Nee, Tiere sind das Krasseste. Ja, siehst du, das mag ich an dir. Nichts ist spannender als gute Tiere. Ja. Voller Tier in Slow-Mo. Was wirklich zeigt, dass Dennis Tier liebt, ist, dass er nicht ein Flamingo zwingt, einen Hechten da immer zu stehen und der einfach so pink angestrahlt wird. Der arme Boy. Es sei denn, diesem Flamingo wird es richtig gut gehen. Ja klar, wenn der einfach auch gerne zockt und gern, da einfach abhängt und dann da. Immer jede 30 Sekunden Lachs oder so, schön Lachs ins Maul. Genau, immer wenn so Chatspenden reinkommen, dann kriegt der Flamingo einen Lachs. Lachs, nicht Lack. Lack riecht so geil, oder? Oh ja. Lack oder Lachs? Lack. Beides. Lack, ja. Ja. Lack ist richtig ich geil. Beides. Das kannst du auch machen, wenn du einen Wald hast. Lack auch. Lackieren, oder? Lackieren im Wald. Ja. Alle Bäume lackieren. Machst du dir so... Oh Mann. Aber mal was anderes, Leute. Nächste Skill Arena. Ich habe einen kleinen Vorschlag. Ist heute. Also die danach. Ja. Die wird es ja bestimmt auch geben. Mir gehen so ein bisschen die Spiele aus. Ich habe zwar noch ein paar Ideen. Für 1-2 weitere Ausgaben, die gut in das Formatkonzept passen. Aber ich dachte mir Folgendes, das ist, dann muss nicht nächste Ausgabe sein, kann auch die übernächste sein, wenn wir tatsächlich mal komplett die Community mit einbeziehen und die, die Aufgaben ins Forum und in die Kommentare posten und wir dann immer noch diese kuratieren, also aus den verschiedenen... Du bist so faul, du willst doch nicht sein. Nein, das stimmt nicht, Ich habe nur den Thread von der Skill Arena mal durchgelesen und auch in die ganzen alten Kommentare geguckt und da waren halt sau viele gute Vorschläge dabei. Und dann dachte ich... Siehst du, wie faul du bist, wenn du jetzt erst da reinguckst? Ich habe da auch vorher schon mal reingeguckt. Ja, lügt doch nicht. Doch, wirklich. Vor einem halben Jahr oder so. Ey, ja, aber erzähl mal mehr. Ich möchte noch mehr wissen. Mehr Details. Ich wollte nur wissen, ob ihr grundsätzlich cool damit wärt. Wenn andere für uns arbeiten, aber jetzt hat das natürlich die völlig falsche... da schwingt jetzt was Blödes mit, so. Genau. Wenn ihr gut essen kochen könnt. Ich habe 5 Euro. Macht meine Thumbnails jetzt, Leute. Ja, genau. Ich brauche deine Thumbnails. Was könnt ihr noch für mich tun, Leute? Walle, finde ich auf jeden Fall als Idee nicht schlecht. Hat er nicht gesagt, wir haben Fastpass? Was heißt das? Ja, aber auch 10, 20. Der Burger wird zu schnell gebraten, mehr gebraten. Du hast gesagt, well done. Ich werde zu Hause schon fertig. Lange. Well done hast du gesagt. Ernst, wie lange ist so ein Burger Patty auf dem Grill? Ja, guck mal, was da ist. Kommt das. Oh, guck. Da kommt was. Jetzt muss man nur was sagen. Da kommt das auch. Haben die nämlich vergessen. Ja. Au, oh, das ist einiges. Das ist ja fantastisch. Vegan für dich. Dankeschön. Vielen Dank. Schabata hast du, ne? Schabata, ja. Schabata. Oh, ja. Danke. Das sind die Käsespritzen. Kannst du bitte dein Foto machen? Das ist Schabata. Ich hatte Brioche. Ja, hier. Schön die Bräuche zu kriegen. Was sind das denn für Spritzen? Dankeschön, mega. Es sieht mega aus. Was ist das denn? Das ist dann nur geil. Wie freaky ist das? Nimm mal in die Hand. Ja, ja. Okay, das sollte man vielleicht am Anfang, solange das warm ist, weil das uns hart ja, einfach Foto. Stimmt, ja. Dann gönnen wir uns jetzt die Spritzen. Ganz genau. Dann nehmt die rein. Ja. Während wir das essen. Nicht einfach nur halten, ihr Pussys. Einmal Fotos, ne? Ja. Oh Gott. Ja. Und jetzt gurgeln. Das ist wirklich das Widerlichste, was ich je gegessen habe. Ich liebe es. Das kannst du dir jetzt halt auch mega geil auf deine... Ey, du kannst immer. Mhm. Das ist schon richtig gut. Auf die Pommes. Ich kann das auch nicht. Hallo. Ureck. Hallo. Ja, ich weiß nicht, was das alles ist. Das ist so Chili Cheese Nuggets oder sowas. Ne? Und das klingt nach... Ist das pervers, aber geil. Geil, ey. Das ist der Hammer. Das ist ja... Meine Hand ist zu klein. Oh.
Boah, das ist so eine geile Soße hier. Guck mal, wie geil das ist. Schade, dass man nicht weiß, welche wirklich. Soße welche ist. Wollt ihr vielleicht mal den Rest des Essens zeigen? Soll ich mal so? Ja, ja. Ja. Genau. Wieder was? Okay. Nee, weiter runter. Du zeigst jetzt meine Busen. Hier ist mein Po. Ich leg mal meinen Käse aus der Hand. Genau, genau. Noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen weiter tatsächlich. Das ist irgendwie komisch, weil da ist die Kamera. Ja, guck mal, Burger. Pommes. Ich weiß nicht, welche Soße das ist. Die schmeckt aber mega gut. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Valentin hat genau das gleiche, nur mit anderem Belag. Ne, und veganem Patty, hier Beyond Meat. Wir haben Cheeseburger, aber ich mach's anders als Dennis. Mein Fleisch ist natürlich Medium, weil ich weiß, wie es muss. Und schneller geht heute. Und schneller geht heute. Lass mich ab, und was ist das hier? Oh, stimmt, sorry. Was ist das hier? Das ist Chicken Nuggets, glaube ich. Das sind Chili Cheese Nuggets. Das ist der Käse. Und das sind deine Pommes. Soll ich dich abkürzen? Nein, nein. Alter, das sind die besten Soßen, die ich in diesem Land je gesessen habe. Ah, wirklich? Ja. Hast, habt ihr das gehört? Dennis, wiederhol das nochmal. Ja, Mund voll. Dennis sagt, es wären die besten Soßen, die er in diesem Land, Deutschland, eine Verfügung der anderen Redaktion gegessen hat. Oh nein, schon wieder. Ich habe mich schon wieder direkt geschlabbert, wie letzte Pre-Show. Mit mir kannst du halt auch nicht essen gehen. Ich habe eben vor der Show schon gesagt, was war das eigentlich für eine dumme Idee? Ich esse schon nicht gerne solche Sachen von meinen Freunden, weil ich das nicht kann. Und jetzt mache ich es vor tausende Menschen. Wieder die Hose voll. Ja, das stimmt, Chad. Chili Cheese Nuggets mit einer Käseinjektion. Oh geil. Sehr gut. Ja. Aber nice. Nicola. Das ist der amerikanische Traum. Das ist wirklich krass, diese Käsespritze. Hey, probiert mal eure Soßen. Die sind so gut. Ich habe schon einmal probiert. Ich fand die auch nice. Ich habe hier einmal rote Soße. Die Teriyaki Mayo hast du, ne? Die finde ich nämlich richtig geil. Alter, das ist Cajun, oder? Aber geil, lecker, lecker. Ist auch gut. Die Pommes sind mega. Ich probier die mal. Okay. Aber wo sind denn jetzt meine Chicken-Dinger? Ja. Ach so. Was willst du? Chicken. Chicken. Guck mal, warte, was hier rauf läuft. Lecker. Aber die sehen aber süß aus. Boah, lecker. Nicht, rutscht man noch so ein bisschen an mich ja. ran, damit die Leute euch essen sehen. Ja. Jungs. Sehr schön. Lass es euch Dankeschön. Er sagte, es gibt keine besseren Soßen. Bitte? Es gibt keine besseren Soßen, hat er gesagt. Keine bessere Soße? Welche meinst du denn? Alle. Alle? Vielen Dank. In Deutschland. Sind auch alle hausgemacht tatsächlich. Ja, merkt man. Sehr schön. Ja, er meint das ernst. Man nennt ihn den Kritiker. Geil, ey. Schmeckt super. Klasse. Chat, das ist der Moment, wo alle ruhig sind. Dann wisst ihr aber, es schmeckt. Schmeckt richtig gut. Ja. So, ich packe jetzt noch ein bisschen Spritzenkäse auf meinen Burger. Guck mal, die Pommes sind so geformt. Das wir haben eine Käserille. Oh. Wie so ein Stückchen, wie so eine Wanne. Das hab ich schon abgebissen. Zeig mal, wie du das Käsezeug drauf machst. Das geht nicht mit einer Hand. Zeig's dir. Zeig mal. Ist er nicht der Inhaber? Weiß ich nicht. Hammer. Das Liam. Jetzt kosten. Und dann ist das so eine Rille. Schmeckt es? Jetzt. Hammer. Nee, Liam ist nur unser Freund heute. Wie heißt er? Liam. 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 Wie der? Bei Oasis spielt er. Und der Kraftklub haben Songwellen geschrieben. Ja? Ja. Songs für Liam. Weil er doch schon wieder gekleckert. Was ist denn mit dir, ey? Ich weiß, das ist ja der Inhaber, aber ich weiß es nicht. Du wirst dich so freuen, wenn wir endlich Implantate kriegen. Ja. Ja. Wenn der Käse intravenös auch reingeht. Einen richtig introvertierten Käse habe ich mal wieder, der sagt gar nichts. Wer von euch hat die Blue Cheese Soße? Gerne diese Flasche, ich glaube, das ist auch so eine Quarantäne, oder? Ja, ja.
Die habe ich schon gehört, aber die sollten nicht so geil sein, oder? Welche Platte? Keine Ahnung, ich habe es noch nie ausprobiert, aber irgendwie... Frank Thelen hat eine Flasche, eine Wasserflasche, wo oben, also ganz normale Wasserflasche, so zum Trinkflaschen zum Mitnehmen, wo oben im Deckel Flavor ist. Ach so, dieses R-Hub, ja. Jan Böhmermann. Ja, ich liebe mir alles über Frank Thelen reinzuziehen, weil der immer so Bullshit labert. Und das ist halt immer eine Shitshow, deswegen kenne ich alle seine Produkte. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ich habe mir letzte Zeit viele Songs von Vizo angehört. Mhm, ja. Mal wieder die alte Punkphase ausgepackt. Fresh. Ja. Mhm. War ich mal auf Konzert. Wirklich? Mhm. Geil. Hammer, ey. Shoutout an dieser Stelle, Vizo. Frank Thelen und Vizo werden ausgerufen. Passt gut zusammen. Aber gibt es Höhle der Löwen noch? Keine Ahnung. Ich schaue nur immer wieder bei Markus Lanz an, mit der Tief fertig gemacht wird. Ja? was macht der? Ja, Käse nicht. Also ich bin ja auch nicht so drin im Finanzgame, aber letztens zum Beispiel hat er irgendwie erklärt, wie Inflation funktioniert, und dann wurde der halt von so einer Frau vom, ich weiß nicht mehr von welcher Zeitung, widerlegt, dass das veraltet sei und dass er keine Ahnung hat. Ah, okay. Und er hat dann nur wie so ein beleidigter 13-Jähriger geguckt. Das war irgendwie ganz nice. Und dann gab es was anderes, da hat er Harald Lesch versucht zu überzeugen, dass Elon Musk unseren Planeten retten wird. Und Harald Lesch hat halt einfach nur gesagt, ja, aber das E-Autos werden das Klimaproblem nicht lösen. Und dann wusste er auch nicht mehr, was er sagen soll. Ja, ey. Sind wir ehrlich, wir müssen so agieren wie im Videospielen. Nächstes Ziel, anderer Planet. Mhm. Ja, das muss das einzige Ziel sein. Direkt weiter. Die Ameisenkolonie will weiter, Leute. Den haben wir kaputt gemacht. Den haben wir kaputt gemacht, jetzt anders. So ist es doch. Habt ihr auch mitbekommen, dass das James Webb jetzt quasi gerade herausgefunden hat, dass die Urknalltheorie so im Prinzip eigentlich nicht stimmen kann? Nein. Und jetzt zieht es euch rein. Ich habe gar keinen Bock, das jetzt zu erklären, weil ich es auch nicht kann. Doch, ich könnte es versuchen, aber es wäre cool. Ist es komplizierter als RTX? Nee, gar nicht. Nee. Denn Grafikkarten sind kompliziert, das weiß ich. Walle, das war das Schönste, was du mir auf der Gamescom erzählt hast. Walle hat nämlich ein Buch, 800 Seiten, das ist das Vierfache von dem, was ich zuerst gesagt habe. Über, wie heißt das Thema des Buches? Raytracing. Aber man muss dazu wissen, halbe Seiten sind immer mit mathematischen Formeln gefüllt, die ich nicht verstehe, und die habe ich natürlich geskippt. Das heißt, effektiv habe ich 400 Seiten gelesen. Wie heißt das? Raytracing für Dummies? Nee, das ist für... Nee, das ist sehr... Das ist tatsächlich für viel Fortgeschrittenere als mich. Deswegen habe ich ja nur die Hälfte verstanden. Ach so, du meinst für Dullies? Mhm. Das ist die zweite Version. Raytracing ist schon geil. Das Buch heißt übrigens Raytracing Gems 2 und ist frei verfügbar. Könnt ihr euch als E-Book runterladen. Ja. Ist geil. Vor allem das Vorwort. Wenn ihr das Vorwort gelesen habt, ist alles cool. Mehr braucht ihr erstmal nicht. Also, du hast es als E-Book und nicht als 800 Seiten. Mhm. Okay. Werden da besonders die Spieler gefeatured? Ja. Metro oder so, als erstes Spiel? Auf jeden Fall Control. Das war ja auch eines der ersten Raytracing-Spiele, was das richtig gut genutzt hat. Metro weiß ich halt gar nicht mehr. So dann drei Spielen auf jeden Fall werden immer das Beispiel. Und Vollgeist ist wahrscheinlich. Genau. Klassiker. Aber wisst ihr, wer dieses Buch sich physisch gekauft hat? Ich denke mal, wenn du so fragst, der Twitter-Account von deiner Mutter. Was? Knapp. Okay. Alex Battaglia. Kennt ihr jemanden? Alex wer? Battaglia. Ich muss leider beschämend schmunzeln. Der coole PC-Typ von Digital Foundry. Ah, okay. Ah. Der war auch ganz am Anfang der ersten Herr der Ringe Episode zu sehen. Wirklich? Nee, der sah nur genauso aus. Wie Peter Fox? Nee, ein bisschen anders. Von dieser Band aus Berlin? Wie? Habt ihr schon Ringe der Macht gesehen? Ja, die ersten zwei Folgen. Und? Ja. War unterhaltsam, ja. Gut. Finde ich gut.
Habt ihr sonst irgendwas gesehen? Mal. Edge Runners. Edge Runners? Mhm. Der Cyberpunk-Anime? Nee. Kurz reingeguckt. Guck immer halt nur Hydraulikpresse. Mhm. Ich liebe die Hydraulikpresse. Ja, immer noch. Oh ja. Die YouTube-Hydraulikpresse. Was ist denn die Kennung? Leute, Buntstifte. Mhm. Hätten Sie es geahnt, dass Buntstifte unter der Hydraulikpresse so aussehen? Ich hätte es gar nicht. Nein, des Videos. Schickt uns eure besten Hydraulikpressen-Videos, Leute. Wird immer schlimmer bei dir. Was ich letztens gesehen habe, was ich mega interessant fand, ihr kennt ja alle diese, wie heißt das, da wo die Leute halt aus dem nicht vermeintlich im Dschungel irgendwas aufbauen architektonisch. Ne? Innerhalb von wenigen Tagen zusammengeschrieben. Was die Primitive Technology ist. Ja. Genau, ja. Primitive Technology ist. Ich habe eine Doku darüber gesehen halt. Und die war mega spannend, dass Primitive Technology der erste war und der einzige, der real ist. Und alle anderen sind komplett gefaked. Okay, und die Doku hat dann irgendwie diese Orte gezeigt und Leute interviewt, die da mitgearbeitet haben und Cutter und sowas und haben das voll aufgedeckt, wie viel da, dass da alles gefaked ist. Oh nein. Weil die da so viel Kohle mit verdienen. Ja. Aber ich gucke mir sowas so gerne an. Ja, ich auch gerne. Das ist mega spannend, auch wenn es gefaked ist für mich. Ja. Aber ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, ich habe das geguckt, habe das nie hinterfragt und dann plötzlich kam diese Doku und ja, das ist gefaked und manchmal machen die aufs Kunst, auf Kunststück, die denen gar nicht gehören und ziehen dann wieder ab. Na, ich wurde schon skeptisch, als so ein Channel, den ich verfolgt habe, monatlich was hochgeladen hat. Aber dort immer stand, dass er ein Jahr keinen Menschen sieht. Und das geht ja nicht, weil da, wo der sein sollte, gibt es halt eigentlich kein Internet. Gut, vielleicht hat er Starlink oder so, aber das hätte halt nicht transparent gemacht. Das ist ganz schön mächtig, ne, diese Sprache. Ja, deswegen würde ich sie später noch vielleicht. Ich gucke mir viele Videos über kleine Enten an. Oh ja, ich auch. Ich bin so ein Entenfilm zurzeit. Ja, Enten. Ich kann dir einen Top-Channel empfehlen, Seductive. Ja. Wirklich, Wrinkle, die Ente, der Hauptprotagonist, die ist der Hammer. Alter, machst du, dass du die werfen kannst und die dann explodieren beim Aufschlag. Alter, guck mal hier. Oh, geil. Das ist eine Käsebombe, eine doppelte. Käsebombe. Mhm. Ein Käsebon. Das ist too much. Ja, es ist wahnsinnig viel. Ja, aber in der Spritze kann man es ja gut mitnehmen. Und stell dir mal vor, jeden Morgen nach dem Aufstehen zum Frühstück eine Käsespritze. Mm. Tolle Kanne. Dann würde ich mir nicht zunehmen. Mm. Was aber würde Gino sagen? Der würde das feiern. Also ich würde sagen, mach das nicht länger als ein halbes Jahr. Er würde das feiern. Das auch nicht. Gino würde das feiern, er liebt Käse. Er mag Milchprodukte. Ja, okay, stimmt, aus dem Aspekt. Nein. Gino sollte sich selber sprechen. Der ist viel zu schön. Ja. Lass nicht über so schöne Menschen reden. Nee, das macht immer unglücklich. Aber hier, klar dürfen wir die mitnehmen, weil auf der Karte stand noch ein Weg. Wirklich? Na dann? Ja, ja. Also, ich finde auch, man könnte die reusen, aber wir können ja auch versprechen, dass wir die morgen wieder bringen. Stimmt, das können wir auch machen. Was Timo natürlich bestimmt auch probieren. Ja, Timo, Grüße, willst du auch probieren? Eine Käsespritze am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ja. Und dazu noch einen kleinen Schuss Arsen. Das hat meine Mama früher schon immer. Ja, sehr gut. Ey, das ist einfach geiles Essen. Das ist wirklich geiles Essen. Ja. Ich finde das Hammer, dass wir das vor der Sendung machen. Und das ist so geisteskrank. Und dass wir dann in der Sendung sagen, oh, wir müssen Pizza bestellen. Was ist mit uns? Und dass wir dann darüber klagen, dass wir ein bisschen müde sind. Ja. Weil bei mir, das ganze Konzept ist für den Arsch, aber auch genial. Bei mir sitzt jetzt schon die Burger-Fatigue ein. Das ist doch... Fatigue. Sorry, das war der Team Fatigue. Mein neuer Künstler. Hallo, mein Name ist Walter. Früher war ich Messerstecherwalle. Jetzt bin ich rich und bin Fatigue. Kennt ihr diesen Fragrance-Typen? Ja, Jeremy, Fatigue. Ja, der ist auch super. Genau, ich muss einfach nur meinen Nachnamen ändern, stimmt. Ja, Valentin Fatigue. Aber Jeremy Duft zu heißen, ist irgendwie geiler als Valentin Müdigkeit. Ey, vielleicht können wir uns das mitnehmen.
Also die Bälle, die Sachen. Und noch 10 Minuten, dann erwarten euch die Leute an mir. Das, was ist das? Einwegfrüsseln, die können wir mitnehmen. Ich gehe schon mal zahlen. Boah, diese, aber die selbstgemachten Soßen sind halt, haben was von so, wie so einem schwarzen Loch von der Dichte her. Das ist gut, wenn du da reinhaust. Ja. Das ist, man kennt ja Mayo, wie sagt man da von zurück, aber das ist ungefähr der 3-5-fache Effekt von Mayo. Ja, absolut. Ja. Das ist so krass dick. Ja. Die Dichte ist Hammer. Boah, ey, du musst doch echt aufpassen. Ich muss wirklich meinen Kopf anstrengen, weil der da so hingezogen wird durch die Gravitation der Soßen. Ich glaube, das wäre wär so dicken Öl, würde es trotzdem auf den Boden sinken, weil das so dicht ist. Das denke ich auch. So wie Blei. Blei-Mayo. Chat, was geht ab bei euch? Ja, der wird so gesagt Valium-Walle. Man könnte mich also auch Valium-Walle für Team nennen. Ey Leute, ich habe Bock auf Skill Arena heute wieder. Sag ich mal ganz ehrlich. Oh, ich auch. Hab ich richtig drauf. Aber am meisten Bock hatte ich wirklich auf dieses Segment gerade, das Essen. Das finde ich ist so, das ist so real, weißt du? Wer hat sich denn keine Beilage bestellt von euch? Ich habe mir zwei Beilagen bestellt. Was ist das? Eine Käsespritze, das ist meine Beilage. Nein. Ich habe Chicken Dinger. Ja. Ich habe ungefähr Chili Cheese Nuggets. Ja. Was hast du? Nur die Käsespritze. Die Käsespritze haben wir alle bestellt. Ja. Außerdem haben wir die für dich bestellt. Ja. Ich wollte der Kritik etwas vorbeugen. Weil du musst mehr fressen. Es gibt doch noch eine Pizza danach und ich habe noch China-Essen zu Hause. China-Essen? Gebratene Nudeln. Okay, das ist geil. Gebratene Nudeln sind geil. Gebratene Nudeln gehen immer. Im Chat wurde gerade gefragt, also im Rocket Beans Chat, Messerphase? Nee, Moment, wo ist es jetzt? Welcher Laden ist das? Das ist hier Dulfsburger, direkt in die Ecke bei unserer Firma. Wenn ihr jetzt vorbeikommt, sind wir schon weg, wenn ihr kommt. Ja. Weil wir gleich aufbrechen. Genau, wie heißt das? Diese das Eppendorfer Weg-Ecke Allianzstraße oder wie heißt das nochmal? Die hat das so einen verrückten Namen. Bell Allianz. Ja. Genau, wenn ihr herkommen wollt. Das ist auf jeden Fall super. Die haben aber auch kein Geld für, ne? Das ist real. So, sondern das ist einfach nur so. Wir wurden nur beworben. Bella hat gerade von ihrem Privatgeld bezahlt. Kein Spaß. Ja, das ist wirklich real. Hol ich mich ja wieder von Arno. Ja. Arno gönn. Hashtag Arno gönn. Lass es mal trennen bei Twitter. Arno gönnt. Alles super. Spritzen bräuchten Sie eigentlich schon hier. Wollt ihr die wirklich mitnehmen? Also ich will meine auf keinen Fall mitnehmen. Ernsthaft? Ja. Aber ich glaube, Dennis bringt eine gerne mitnehmen. Wenn ich ein Glas von der Schweiz, könnt ihr die 50 Spritzen davon kaufen. Ja. Ey, warte mal. Die haben Mindestbestand, die brauchen wir morgen. Ich spritze deine Spritze rein. Nein, bitte nicht. Doch, will ich noch mehr. Nein, ich will da reinspritzen. Nein, stopp. Soll ich deine Spritze reinspritzen? Ey, aber kalt ist doch nicht so geil. Warte, kurze Testung. Geil. Experiment. Über den Pommes. Du musst dann ziehen, ne? Achso, ja, ich muss ziehen. Du musst ziehen. Ja. Warte. Oh Gott, ein Käsetransfer findet statt. Du musst ziehen. Käseverlust! Käseverlust, nein, auf den Pommes, Gott sei Dank. Aber Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Käseverlust! Dann ist mega lecker, mit Essen spielt man nicht. Käse spielt man nicht. Das ist echt so. Deswegen esse ich den. Ich muss es essen. Ich habe echt ein schlechtes Gefühl dabei. Egal. Man sieht dich nicht, ja, du musst. Gott, man sieht ihn. Oh, sehr gut, Burgi. Respekt. Und jetzt auch noch einer Schwede, nicht schlecht. Also, mit Essen spielt man nicht. Kann ich mal reden. Essen. Nicht schlecht, ich mach gleich einen Termin bei deinem Hausarzt. Gex krieg ich hier nicht. Doch. Alles im Mund, dann schlucken. Ey, aber kann einer mal bitte. Könnt ihr mal diese Soße bitte probieren? Ja. Warte, ich hab hier noch eine andere. Aber er hat eine Challenge. Lass ihn erst eine Challenge machen. Welche Challenge? Ja, doch, jede Challenge. Challenge essen. Dort, weißt du, du hast ein Vorbild. Charlotten-Gregor. Du willst besser sein. Ja, der ist auch ein Schlag. Nein. Hau mal einen Pommes da rein. Ja. Sag mir mal, wie ihr die findet. Okay, jetzt muss ich das sehen. Rein, alles rein. Drück jetzt rein. Drück rein. Oh, jetzt haben wir die Soße. Ist gut, ne? Ja. Das ist ganz schön viel. Wollen wir irgendwas mitnehmen? Ja. Wisst ihr, was krass wäre? Ja. Wie gesagt. Wenn ihr so eine riesen Spritze habt und haut euch die zu schnell rein und dann habt ihr quasi die Taucherkrankheit, nur halt mit Käse. Dann geht der Käse nämlich über, weil ihr zu viel Käsedruck aufgebaut habt. Und dann sterbt ihr an zu viel Käse. Ja, zu viel Käseblut. Wie ist Valentin verstorben? Er hatte zu viel Käse im Blut. Das haben wir noch nie gesehen.
Ey, glaub mir, der Pizza-Tod ist bei mir echt nicht so unwahrscheinlich. Der Käsetod. Der Käse, Käsetod, ich glaube. Der ist my cheese. Und dann will ich aber bitte so einen riesigen, löchrigen Grabstein. Ja, mit so einem Emmentaler. Ja, genau. Emmentaler. Weil du hast doch so viel zu tun. Denn der Bier muss. Ja, das ex ich nicht, aber ich ex erstmal noch Käse. Okay. Ja, weil ihr müsst ja gleich. Kennt ihr das, wenn ihr lachen müsst und dann kommt das aus der Nase? Du kannst jetzt in die Nase. Ja, ja genau, machen wir die Nase. Ja, dann kennst du, wir haben zwei Stück. Du hast zwei Nasen. Ja, meinst du, dass es Schicksal? Doch nicht mal als Bestrafung der Skill Arena. Oh, das kannst du nicht. Dankeschön. Super. Mega. Hey, wo wir gerade von Skill Arena sprechen. Ja. Wollen wir ja heute ohne Bestrafung machen? Wir können wir, das können wir gleich mal in den Chat befragen. Einfach mal so. Mal gucken. Also du hast das Video noch nicht gesehen, was wir bekommen haben. Also ganz schön froh sein, dass du da mitgewirkt hast. Ja. Machen wir einen Spaziergang? Machen wir einen Spaziergang. Balle, eben noch exen. Ey, Balle, das ja. Musst du noch sehen, wie Balle sein Bier exen. Natürlich, das ist ein Abschluss. Abschluss. Hat Bella auch ihren Käse geext? Ja. Echt? Ja. Nein, ich hab den geext. Off-cam. Wirklich. Hat sie wirklich als, ob ich als ob ich Käsewitze machen würde. Ich nehme Käse ernst. Junge, ich hab wirklich. Geäxt? Hat sie mir extra geäxt? Ey, sorry, ich muss bei dem Käse echt. Wir wollen das deine Mikrofon. Warte mal, man sieht dich ja wieder nicht. Geil. Ja, Mann. Ja, aus Ehre durch Käse. Und jetzt gleich den Hund Bier hinterher, damit du gleich bei Skill Arena topfit bist, Malle. Genau wie man dich erwartet. Wie krass das wäre, wenn ihr danach kotzen müsstet. Der ganze Käse. So gelb? Würde der würde ja so hängen bleiben. Es ist ja wie so eine Ketchupflasche, wo es nicht rauskommt. Du versuchst so zu kerzen und du sagst, ah, der ganze Kram und nicht raus. Und klebt dir hinten so der Kinder hinten in die Nase. Ja. Absolut widerlich. Ich liebe diese Pre-Shows. Mhm. Das ist das Allerbeste an diesem Skill Arena-Treffen. Danke, Dulf. Ey, da kannst du mir gefallen, ich will mir noch eine Serviette besorgen. Ja, ist der Bier, Servierte heißt das. Wie? Ich habe wirklich so gelernt, dass es Servierte heißt. Wirklich? Ja. Bräuche und Serviette. Wie euch erzählen. Haben Sie Bräuche und Serviette? Ich bin sehr gebildet, ich bin Walle Fitti. Okay. Walle Fitti. Aber kannst du dein Bier trotzdem schon exen? Ja, mache ich jetzt. Ich esse nur gerade. Ach so. Wenn du, ey, kriegst du mal mir noch einen Euro, wenn du die Kerze exst. Auch für mich? Ich würde es machen. Ich würde es für 50 Cent. Okay. Aber das macht man doch so bei so Schärfe-Contests, oder? Dass man sich den Mundraum... Ich habe gehört, da braucht noch jemand eine Serviette. Ja, gerne, gerne. Dass man sich doch den Mund mit so Wachs auskleidet. Ja. Bei so Schärfe-Contests. Es macht nur Homer Simpson. Achso, das macht nur Homer Simpson. Das war ja Pussy. Also, nee, ich glaube nicht. Aber auch nicht am Popo? Aber vielleicht gibt es so Einsätze, die du dir einfach so... Ja. Kunststoffrohr. Ja, das ist trotzdem noch heiß im Magen. Gut gemacht, okay, Leute, die warten auf uns. So, dann machen wir jetzt Abmoderation. Ja, ne? Leute, danke fürs Einschalten von dieser wunderbaren Pre-Show der Skill Arena. Die Skill Arena geht in, genau, ich würde sagen, in 10 Minuten weiter. Wir gehen jetzt rüber. Bleibt gespannt, was heute passiert. Die Jungs und ich, wir haben super Games vorbereitet. Vielleicht gibt es Strafen, vielleicht auch nicht. Werdet ihr erfahren. Wir haben auf jeden Fall auch wieder das Käfer-Orakel am Start. Und macht in der Zwischenzeit fleißig bei der Pixelwall mit. Das ist total wichtig. Wir machen den Stream jetzt aus, ja? Dankeschön. Bis dann. Winke, winke. Käse. Käse.